Ja, hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin hier heute bei dem Herrn Asenbaum in München und er hat unter anderem das Buch geschrieben, wie heißt es? Elektroaktives Wasser, genau. Und viele andere Bücher auch. Und er hat wirklich eine unglaublich tolle Ahnung und ein tolles Wissen über Elektrowasser. Das wird er Ihnen jetzt aber am besten mal selber erklären. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Iverson. Hallo Herr Asenbaum. Willkommen in meiner Wasserbar. Ja, ich sehe schon. Sie haben Wasser nicht nur hergestellt, sondern noch gesammelt hier, wie ich sehe. Ja, da war früher mal Schnaps drin in meinem vorherigen Leben. Okay. Und der wurde aber dann zu alt und dann habe ich ihn weggeschüttet und durch Wasser ersetzt. Wenn Sie mich zum Lachen bringen, dann verwackele ich hier das Bild. Okay. Ja, ich habe Ihnen ein Stativ angeboten. Nee, ich mache das jetzt heute Freihand hier. Gut. Herr Asenbaum, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Und wir haben schon ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Wie sind Sie denn eigentlich zu Ihrer Wasserforschung gekommen? Durch den Zufall, dass ich erkrankt war, unheilbar, wie die Schulmedizin mir prophezeit hat und mit einem baldigen Ende nahend. Da war ich 45, das war also vor 17 Jahren. Und dann habe ich mich eben mal auf dem alternativen Medizinmarkt umgesehen, habe mich erst mit Magnetfeldtherapie beschäftigt und da ging es dann um die Frage, wie kann man Pflanzen von Krebs heilen. Also zunächst mal ging es um diese Frage. Und da kam dann die Frage, ja, Pflanzen muss man ja gießen, ne? Was nimmt man da für ein Wasser? Und dann habe ich erst mal meinen Tunnelblick bekommen und alles über Wasser gelesen, was es damals gab. Und so kam ich auf das basische Aktivwasser, was damals ein japanisches, koreanisches Produkt war, über Amerika zurückvermittelt nach Deutschland, wo es ursprünglich erfunden worden war. Spannend, ja. Und ursprünglich erfunden in Deutschland hat es, glaube ich, der Herr Natterer. Ist das richtig? Alfons Natterer, Alfons Natterer, ja, okay. hat es im Jahr 1930 begonnen, als erster Elektrolytwasser herzustellen und hat es dann für medizinische Zwecke entwickelt zu einer Arzneimittelspezialität, die seit 1937 in Deutschland registriert wurde, in GS-Kodex nachzulesen. Ich habe das Original sogar da. Von dem Dokument hat es dann patentiert und sein Leben lang bis 1981 vertrieben in drei Fabriken über Apotheken in großen 20-Liter-Gefäßen. Er wollte ja damals, um Bier brauen zu können mit neutralem Wasser sozusagen, dass man die gleiche Bierqualität auf der ganzen Welt herstellen könnte, hat er, glaube ich, versucht, neutrales Wasser zu kreieren, oder? Was hat er versucht? Naja, er wollte vor allem das Wasser standardisieren. Und das kann man durch Elektrolyse, weil man ja die gelösten Ionen im Wasser hin und her dirigieren kann durch den elektrischen Strom. Und wenn ich jetzt meinetwegen in Paraguay ein Münchner Wasser haben will, dann kann ich das mit Elektrolyse so machen. Ja, Spannend, hat er ja. sich gedacht. Das war seine Überlegung und damit ist er zu den Münchner Brauereien gegangen und hat gesagt, hey, tolle Idee, super, ich bin ein Ingenieur aus Schwaben und ich habe die super Idee, wie ihr euer Bier überall herstellen könnt. Und die haben gesagt, geh, was willst denn du uns über das Bier erzählen? Du Schwab, bleib doch da warm. Und ja, das war nix. Und dann hat er gesagt, was mache ich jetzt mit meinem tollen Wasser und mit meinen super Ideen? Das muss doch irgendwie vielleicht auch gesund sein, wenn ich das Wasser gestalten kann. Also damals ist eigentlich das Funktionswasser erfunden worden von ihm. Im Übrigen gab es auch zu gleicher Zeit auch in Japan schon ähnliche Überlegungen, allerdings mehr mit dem Tee und weniger mit dem Bier. Und ja, dann hat er das halt Ärzten zum Testen gegeben und das über 20 Jahre lang erforschen lassen und begutachten von staatlichen Stellen in Bayern, von der Uni und so weiter. Also er hat richtig Geld in die Hand genommen damit und dann hat er sein Wasser ab 1937 eben verkauft für die Firma Nava, die gibt es heute noch, die stellt heute noch Arzneimittel her in Nürnberg. So Elektrolytsalben, die sind auch auf der Basis dieses Wassers, werden die gemacht. Und so, aber mit seinem Tod ist das Wasser in den Apotheken verschwunden. Er hatte auch Lizenznehmer, aber die sind auch verschwunden. Und dann ging die Entwicklung nach Osten.
erst nach Usbekistan, wo die Russen ein riesiges Forschungsprojekt gemacht haben über das Elektrolytwasser und dann nach Japan und schließlich nach Korea und China heutzutage auch. Es gibt ja da unglaubliche Heilerfolge in Richtung Darm, was ich aus Korea weiß. Da gibt es auch ein Buch drüber. Aber ich denke, dass dieses Elektrolytwasser nicht nur auf den Darm wirkt, sondern auf den gesamten Organismus. Wie ist denn so eine Wirkung eigentlich zu beschreiben? Oder wo, was wirkt denn dabei? Ist nicht Wasser gleich Wasser? Ja gut, also schon der Natterer hatte ja drei verschiedene Sorten Elektrolytwasser. Also Elektrolytwasser an sich ist ja noch keine genaue Definition. Also es gibt im Groben gesehen gibt es ein basisches, ein neutrales und ein saures Elektrolytwasser, was ganz, ganz unterschiedliche Anwendungszwecke, jetzt wenn es ein Mediziner betrachtet hat. Also zum Beispiel bei Darmkrankheiten, Entzündungen, Bakterien und so weiter, die macht das saure Wasser zum Beispiel kaputt. Um den Darm aber zu stabilisieren oder zum Beispiel nach Antibiotika, wenn die Darmbakterien zerstört worden sind, wieder hinzukriegen, dann ist das basische Aktivwasser wieder sinnvoll. Warum? Im Dickdarm sitzen Bakterien, die für die Versorgung des Menschen mit Wasserstoff zuständig sind, und zwar mit molekularem Wasserstoff. Das ist ein Gas, das eigentlich ständig durch unseren Körper strömt und das wir auch ständig durch die Lungen ausatmen. Jetzt gibt es nur offenbar ein Problem, dass davon zu wenig produziert wird. Das hängt einerseits mit unserer schlechten Ernährung zusammen, weil diese speziellen Bakterien, die den Wasserstoff in uns erzeugen, seit Urzeiten der Menschheit, sind von faserreicher Nahrung abhängig. Die sind darauf spezialisiert, Kohlenhydrate aus faserreicher Nahrung also praktisch Bananen oder sowas. Also das haben wir mit dem Affen gemeinsam. Nur der Affe hat einen längeren Dickdarm und wir haben einen kurzen, deswegen haben wir auch weniger Bakterien und deswegen haben wir auch weniger Wasserstoff. Und der Wasserstoff, das weiß man allerdings erst seit 10 Jahren, ist dazu da, um im Menschen die aggressiven freien Radikale, also die richtigen Zellschädlinge, die die DNA angreifen aufgrund ihrer hohen Oxidationsfähigkeit, um die zu neutralisieren. Und wenn wir jetzt da zu wenig haben, dann kommt es zu Zellschäden und allen damit verbundenen Krankheiten. Das weiß man heutzutage, seit ungefähr 2007 weiß man, dass der Wasserstoff diese Funktion hat. Und jetzt kommt man eben auf die Idee, dass man durch Zuführung von wasserstoffreichem Wasser, das also diese Elektrolytsorte basisch und auch die Elektrolytsorte neutral, das enthält besonders viel Wasserstoff. Und dadurch kann man dieses Defizit, das also einerseits durch die falsche Ernährung, andererseits durch den zu kurzen Darm und zum dritten und ganz wichtig durch den vielen Missbrauch der Antibiotika heutzutage, der ja die Darmflora killt, und dann ist die nicht mehr da und dann haben wir keinen Wasserstoff mehr und in der Folge ergeben sich Zellschäden. Sodass also dieses wirklich eine, Wasser ist ja keine Nahrung, sondern ein Lebensmittel. Ist lebenswichtig, aber dient nicht der Ernährung. Obwohl also Wasserstoff ist eine sehr energiereiche Substanz, eigentlich einen gewissen Energiegehalt hat. Und durch das Trinken von wasserstoffreichem Wasser kann man dieses Defizit, das im Darm entsteht und wodurch der Körper in sogenannten oxidativen Stress kommt, einfach beseitigen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, man kann Wasserstoff nicht nur trinken, auch einatmen. Das ist völlig ungiftiges Gas. Und man kann Wasserstoff auch in die Vene infundieren. Da infundiert man praktisch wasserstoffreiche, wie heißt es denn, diese Injektionslösung. Infusion machen. Infusionslösung. Genau. Also so ist im Moment der Forschungsstand weltweit. Sind ungefähr 1300 Forscher auf der Welt, hauptsächlich in Japan, China und Korea der Tätigkeit, aber auch in Amerika. Ein Nobelpreiskandidat hat einen 70-seitigen Artikel darüber geschrieben, jetzt vergangenes Jahr, und die ganze Forschung zusammengefasst. Also das Ganze ist auf der höchsten Ebene der Wissenschaft bereits angekommen. Das finde ich gut. Ich meine, wir haben sehr viele antioxidative Stoffe zur Verfügung, aber der Wasserstoff scheint da was ganz Besonderes zu machen. Ja, Antioxidantien sind ja ein zweischneidiges Schwert.
so wie ich zwischen Säuren und Basen eine Balance brauche im Körper, es muss leicht basisch sein, aber nicht zu stark, brauche ich auch zwischen Oxidantien, die Power, Energie, Verbrennung, die Energie liefern, und Antioxidantien eine Balance sein. Ich darf nicht zu viel verbrennen, dafür habe ich zum Löschen sozusagen die Antioxidantien. Und deswegen ist es, wie man ja neuerdings weiß, zum Beispiel, wenn jemand sein Leben lang hochdosierte Vitamintabletten aus Holland nimmt, ja, dann wird er irgendwann krank. Weil zu viele Antioxidantien der allgemeinen Art sind schädlich. Das Besondere am Wasserstoff als antioxidativen Faktor ist, dass es ein selektives Antioxidant ist. Das heißt, es reagiert nur auf das Hydroxylradikal, was das zellschädigendste ist, mit einem Redoxpotenzial von 2,3 Volt, greift es die Zellen an und auch den Wasserstoff. Und erst da ist der an und für sich recht stabile und beruhigte Wasserstoff im Körper bereit, ein Elektron abzugeben, um das Radikal zu neutralisieren. Das ist der Witz dabei. Man kann sich das so vorstellen wie eine Sprinkleranlage. Die darf auch nicht reagieren, wenn jemand drunter eine Zigarette raucht, sondern erst, wenn sie richtig brennt. Und genau deswegen ist der Wasserstoff das eleganteste Antioxidant, weil er eben die für den Körper wichtigen Oxidantien stehen lässt und nur die gefährlichen eliminiert. Das heißt, der Wasserstoff reagiert hier wegen der Ladung der oxidativen Stoffe, oder? Ja klar, das passiert alles durch das Gleichgewicht der elektrischen Kräfte natürlich. Genau, aber diese, sonst passiert ja nichts. Diese schädlichen Stoffe, also die oxidativen Stoffe, die eine hohe Ladung haben. Nein, die haben eine niedrige Ladung. Niedrige Ladung, ja. Okay. Das heißt, durch diese niedrige Ladung können sie das... Dem fehlen Elektronen. Genau. Okay, und dadurch können sie den Wasserstoff zum Reagieren bringen. Ganz genau. Okay, das habe ich verstanden. Sehr schön. Okay. Was machen Sie im Moment? Schreiben Sie ein neues Buch? Ich schreibe gerade ein Buch über Wasserstoffwasser. Über Wasserstoffwasser, okay. Da bin ich mal sehr gespannt. Darf ich fragen, welche Bücher Sie gemacht haben bis jetzt? Welche haben Sie geschrieben? Oh, schon eine ganze Reihe. Also jetzt mal zu diesem Thema. Das erste war das Service Handbuch Mensch, das ich mit dem Kurarzt Dr. Walter Oerlacher in Bad Vissing verfasst habe im Jahr 2004. Das, obwohl er schon verstorben ist, wird es immer noch auf der Bestsellerliste von Amazon gehandelt. Dann kam ein Buch, das hieß Trink dich basisch. Da war die Betonung auf dem basischen, das basische Aktivwasser, also das alkalische. Das war damals im Vordergrund, weil die Entdeckung der Antioxidativität des Wasserstoffs noch nicht gemacht war. Da war auch ein Film dabei, da habe ich auch dann angefangen, die ersten Filme zu machen, Vorträge zu halten, zusammen mit dem Dr. Oerlacher auch. Und wir haben da bestimmt über 20.000 Leute live mit Vorträgen beglückt im Laufe der vielen Jahre. Kam die erste Auflage von elektroaktiviertes Wasser. Dann kam die zweite Auflage, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Im Moment ist die siebte Auflage innerhalb von 2 Jahren. Also das ist, kann man sagen, jetzt weltweit das Standardwerk über basisches Aktivwasser und über Wasserionisierer. Das sind die Geräte, mit denen man das herstellt. Und jetzt natürlich auch unter Berücksichtigung der neuen Wasserionisierertypen, die ein neutrales Wasserstoffwasser machen, die sogenannten Wasserstoffbooster, ja, oder Infusionsmaschine. Das heißt, hier wird kein basisches Wasser genommen, sondern hier kann man das normale Leitungswasser sozusagen boosten mit Wasserstoff. Erklären Sie mir den Vorgang bitte einmal. Beides passiert durch Elektrolyse. Nur die Konstruktion der Elektrolysezellen ist da eben so geartet, dass da kein basisches Wasser entsteht, sondern das Wasser ungefähr in den pH-Wert. Es gibt schon, verschiebt sich schon leicht im pH-Wert. Das ist auch von Gerät zu Gerät ein bisschen unterschiedlich, aber es geht nicht so hoch rauf wie bei dem Wasserionisierer. Aber die Geräte sind so konstruiert, dass möglichst viel Wasserstoff da drin aufgebaut wird. Möglichst viel heißt, das Ganze misst man in ppm. Und 1,6 ppm, das entspricht auf einem Liter 1,6 Milligramm
Wasserstoff, das ist die höchste Lösungsfähigkeit von Wasserstoff im Wasser. Das ist also ein hoher Wert. Das therapeutische Level, was jetzt unter den Wissenschaftlern diskutiert wird, ist 0,5 ppm, also ungefähr ein Drittel von dem Maximalen, was ins Wasser reingeht. Man kann aber durch Anwendung von Druck auch höhere Konzentrationen bis zu, also ich habe schon gemessen, 10 ppm erzeugen. Das ist eine Frage der Technik, die man da anwendet. Da gibt es inzwischen sehr interessante Konzepte, über die ich aber nicht unbedingt sprechen möchte, weil da einige Dinge auch noch in der Entwicklung sind, an der ich beteiligt bin. Ah, klar. Wasserstoff vergast ja, das heißt, unter diesem Druck würde sozusagen Druck auf eine geschlossene Gasblase herrschen und somit könnte die Sättigung im Wasser an Wasserstoff zunehmen. Ist das etwa so in der Richtung? Es ist so, also wenn der Wasserstoff im Wasser ist, dann strebt er hinaus, weil es ist ein Gas. Und in der Luft ist kein Wasserstoff. Also es ist schon ein bisschen einer drin, aber so wenig, dass es eigentlich gar nicht auffällt. Also das Gas versucht sich immer auszugleichen, wie osmotisch, von oben nach unten, dass immer die gleiche Konzentration ist. Also geht die hohe Konzentration im Wasser in die Luft raus und dann haben wir es im Wasser nicht mehr. Deswegen müssen wir schauen, wenn wir so ein Wasserstoffwasser oder basisches Aktivwasser produziert haben, dass wir das möglichst dicht verschlossen aufbewahren oder noch besser möglichst schnell trinken. Ja. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier an so einem Wasserstoffgerät, wenn Sie erlauben. Also das nennt man einen sogenannten Wasserstoffbooster. Wenn ich jetzt hier einschalte, dann sehen Sie hier vielleicht in der Kamera die kleinen Blasen. Das ist also Wasserstoff. Okay. Und wenn die Flasche jetzt ganz voll gewesen wäre, dann wäre da zunächst mal Wasser. Aber aus dem Wasser wird ja Wasserstoff erzeugt und unten geht der Sauerstoff raus über so ein Ventil. Das heißt, was da dann entsteht, ist eine Wasserstoffatmosphäre. Ja, und zwar in Form einer Druckblase. Und dadurch wird der Druck immer höher, je länger dieser Booster da vor sich hin boostet. Und dadurch bekomme ich ganz enorme Wasserstoffdruckmengen hin. Ich habe das jetzt vorhin schon mal eingeschaltet gehabt. Jetzt hören Sie mal vielleicht, wie da ein Druck entstanden ist. Das war gut zu hören, ja. Na? Also das war jetzt Wasserstoff, was da, was da rauskam. Und man sieht auch jetzt hier, der Wasserstoff versucht sofort, sich in die Luft hinaus zu flüchtigen. Ja. Gut, deswegen trinke ich ihn jetzt ganz, ganz schnell. Ich trinke jetzt mal hinter der Kamera mit. Ja. Das wird Ihnen jetzt natürlich besonders gut schmecken, weil da habe ich nämlich vorher von Ihrem Basenkonzentrat einen kleinen Tropfen mit reingegeben. Ah, okay. Das ist also deswegen auch basisch. Das ist toll. Das heißt, hier ist jetzt normales Wasser mit unserem Basen. Das war normales Leitungswasser, da haben wir ein bisschen Basenkonzentrat, also sehr viele OH-Ionen dazugegeben und dann mit Wasserstoff aufgefüllt, weil das Basenkonzentrat keinen Wasserstoff hat am Anfang. Gleich, wenn man es macht, zwar einen hohen Wasserstoffgehalt und ein sehr niedriges Redoxpotenzial, aber das verflüchtigt sich schon eigentlich in relativ kurzer Zeit. Und durch so einen Booster kann man das dann sozusagen wieder reinblasen und dann hat man das Vollwertige, wie wenn es frisch wäre. Super, das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Müsste man also allen unseren Kunden empfehlen, dass sie das Basenwasser von uns, das Basenwasserkonzentrat, mischen mit normalem Wasser. Das ist dann eigentlich die beste Verwendung, die man dafür haben kann. Genau, dann hat man basisches Wasser und man würde jetzt mit dem Wasserstoffbooster noch Wasserstoff reinkriegen. Ganz genau. Eine hohe Antioxidativität. Das ist die Idee. Zu erreichen. Genau. Ja. Toll. Schön. Ich habe mich sehr gefreut, Sie heute kennenzulernen. Und, mich auch, kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich interessiere mich auch sehr für Ihre Geräte, muss ich gestehen. Und wir kommen da jetzt nochmal ins Gespräch. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe schon längere Zeit von Ihnen gehört gehabt, natürlich auch durch Ihre Aktivitäten auf YouTube und als erfolgreicher Vortragsredner.
Und ich freue mich jetzt, dass ich Ihnen das erläutern durfte, wie man also jetzt das Basenkonzentrat noch zu einem vollwertigen Frischeprodukt umfunktionieren kann. Und dadurch hat man dann eigentlich den maximal, also jedenfalls nach heutigem wissenschaftlichen Stand, maximal ergiebigen Nutzen. Super, ich freue mich, dass ich da war. Hat mir auch sehr viel neue Ideen gebracht. Okay, danke, tschüss. Gut, danke schön, Herr Iverson.